Unter Flutlicht eröffnet der FC 08 Villingen am vergangenen Freitagabend den 11. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg, zu Gast der 1. CFR Pforzheim. Minute 9, Jonas Busam kommt hier nicht zum ersten offensiven Abschluss der 08er, zuvor schön herausgespielt. Ein paar Sekunden weiter, Aufbau von Tim Zölle, Diakité lässt den Ball schön durch und der nächste Stürmer, nämlich Maxime Foulon, wird hier regelwidrig gefoult vom Torhüter. Es wird auf Elfmeter entschieden. Diakité, aber an die Unterkante der Latte und auch der Kopfball im zweiten Versuch findet nicht den Weg ins Tor. Weiterhin 0:0. Vielleicht so etwas wie der Knackpunkt im Spiel, denn nach 10 Minuten hätte der 08 hier sehr gut in dieses Heimspiel starten können. Die 28. Minute, Flanke von außen, völlig freistehen, doch der Kopfball der Gäste geht rechts am Kasten vorbei. Die 36. Minute, den Ball gut festgemacht und wieder Abstoß, doch Dennis Klose im Kasten hält für die Schwarz-Weißen. Die 40. Minute, der FC 08 Villingen, doch dann der Ballverlust in der Offensive, langer Ball von Pforzheim, hier dann gut geklärt ins Seitenaus von Kapitän Dragan Ovuka. Doch Pforzheim hat hier was vor, macht das Spiel schnell, wirft sofort wieder den Ball ein und dann hier vermeintlich geklärt, doch der 08 drückt nicht schnell genug nach und dann ist das Tor. 0:1 für Pforzheim kurz vor der Pause. Direkt im Gegenzug der Anstoß, dann kommt der Ball per Kopf zu Diakité, doch Außennetz, das ist nicht der Ausgleich. In Halbzeit 2 haben wir dann nur noch eine Chance für den FC 08. In der 72. Minute nämlich Maxime Foulon mit diesem Schuss aus der Distanz. Doch der 08 Villingen verliert zum zweiten Mal in Folge 0:1.